In der heutigen Newsfolge geht es um den Umbau der Jerez-Strecke für 2021. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Der folgende Text von soymotor.com wurde von Google von Spanisch auf ein eher miserables Deutsch übersetzt. Daher habe ich das noch einmal besser verfasst. Falls Fehler auftauchen sollten, bitte ich das zu entschuldigen und werde diese Fehler auch als angepinnten Kommentar korrigieren. Sollte die Formel 1 2021 von Barcelona nach Jerez wechseln, wird die andalusische Strecke umgebaut, auch wegen der Sicherheit. Der Stadtrat von Jerez und die Verantwortlichen der Junta de Andalucía führten Gespräche mit Liberty und der FIA. 2018 besuchte ein Team von Liberty die Strecke mit Santi Galván, der die Streckenaufgaben abgegeben hat und zum Bürgermeister von Sahara de la Sierra gewählt wurde. Bei dem Besuch wurde über das Streckenlayout diskutiert, das seit Mitte der 80er existiert. Vor 30 Jahren gab es auf dem Kurs zwei wichtige Änderungen. Das Anpassen der Kurve 11 Chicane Senna und die lange Gerade zwischen der Kurve 5 Curva Citopon und Kurve 6 Curva Drüssac. Nur hat die Formel 1 ein Problem mit dem derzeitigen Layout, da die Geraden zu kurz sind und es auch mit eingeschaltetem DRS zu kompliziert ist, mögliche Überholpunkte zu finden. Das sind auch die Gründe, weshalb der Formel 1 Wintertest seit einigen Jahren dort nicht mehr stattfindet. Vorgeschlagene Änderungen gibt es zwar nicht viele, aber die Streckenlänge soll sich von den aktuellen 4.423 Metern um 334 Meter auf 4.757 Meter verlängern, damit sie ungefähr auf die Länge des Circuit de Barcelona-Catalunya kommt. Die 334 Meter teilen sich in zwei Teile auf. Zum einen die Verlängerung der Start-Ziel-Geraden, zum anderen die Verlängerung der Geraden zwischen den Kurven 5 und 6. Das Streckenprojekt wurde an ein Architekturbüro in Granada übergeben und diese haben vor Monaten Vorschläge eingereicht, was man auf den Bildern erkennen konnte. Wenn die Start-Ziel-Geraden länger wird, dann gibt es nur ein Problem. Dann würde Kurve 1 in einer viel engeren Kurve enden. Kurve 6 Drüssac müsste ebenfalls bearbeitet werden, allerdings müsste man den Naturort Pelouse ausheben, um sowohl die Gerade als auch die Auslaufzone zu verlängern. Die Gerade ähnelt dann Austin nach der zweiten DRS-Zone nur rechts statt links herum. Das Streckenlayout könnte auch anders geändert werden, aber zurzeit wird es so festgehalten. Die Kosten wurden auf etwas mehr als 15 Millionen Euro geschätzt, was ein fairer Betrag angesichts der Breite an Arbeiten ist. Angeblich gibt es eine politische Einigung zwischen Rathaus und Vorstand. Das Rathaus würde die Arbeiten übernehmen und der Vorstand würde mit den Kosten mitgehen, wenn diese nicht die 25 Millionen Euro pro Jahr überschreiten. Aber die Zeit spielt eine entscheidende Rolle, denn sollte 2021 dort ein Grand Prix stattfinden, muss es sehr bald eine Entscheidung geben. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich persönlich mag das Streckenlayout von Jerez. Viele schnelle Kurven, lange Geraden. In meinen Augen ist Jerez eine deutlich bessere Rennstrecke, ganz im Gegensatz zu Catalunya. Aber es stimmt, die Zeit rennt. Sie brauchen eine Entscheidung. Und unseren Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Tim Rate. Er schreibt: Glaubst du, es kommt ein Fanboost wie in der Formel E in die Formel 1? Ich hoffe nicht, weil ich persönlich nichts von dem Fanboost halte. Es gibt halt Fahrer, die keine große Fanbase haben und dann dementsprechend auch keine extra Power für kurze Zeit bekommen, was ich unfair finde. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 18:30 Uhr auf Twitch. Bis dahin, ciao.